Außer einer 45-minütigen Regenpause verläuft der Oberstaufen-Cup bisher nach Plan. Viele spannende Matches laufen, der ein oder andere Spieler musste aber schon seine Koffer packen und heimfahren. Unter anderem auch ein Favorit. Stefan Kubek, der Österreicher, der war Nummer 3 gesetzt, der ist bereits ausgeschieden. Ansonsten sind die Favoriten alle nur drin, Mischa Zverev, Andreas Beck, also Simon Greuel, die Top-Favoriten sind nur dabei. Nach einem harten Match ist der aus Kaufbeuren stammende Marcel Zimmermann als einziger Allgäuer weiterhin im Rennen. Er konnte sich in der zweiten Runde gegen seinen Konkurrenten aus Spanien mit 4:6, 7:5 und 6:4 durchsetzen. Peter Gojovic ist als weiterer Bayer ebenfalls noch mit dabei und hat Chancen auf den Sieg. Es sind so viele Topspieler, dass man gar keinen favorisieren kann. Zuschauermäßig würden wir uns natürlich freuen, wenn wir zum Finale voll hätten, aber auch jetzt zum Viertel- und Halbfinale. Wir hatten gestern tolle Zuschauerresonanz hier, die Anlage war ziemlich voll. Es macht richtig Spaß, aber zum Finale hoffen wir schon, dass so 800, 900 Zuschauer kommen. Die ersten Halbfinalspiele im Einzel sowie im Doppel finden am Samstag gegen 13 Uhr statt. Das Finale wird am Sonntag um 13:30 Uhr stattfinden. Ganz zum Schluss wird dann noch das Finale im Doppel ausgetragen.